Hallo und herzlich willkommen bei Achtung Buch. Liebe Zuschauer, das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Eine perfekte Gelegenheit, um auf die Höhepunkte zurückzuschauen oder auch auf die Tiefpunkte. Gibt es ja leider viel zu viele. Und deswegen habe ich heute die Gelegenheit, mit meinem Gast Gerhard Wisniewski über sein neues Jahrbuch zu sprechen. Alles, was 2023 nicht in der Zeitung stand, das sehen Sie jetzt bei Achtung Buch. Hallo Gerhard, ich grüße dich. Schön, dass wir wieder Gelegenheit finden, über dein Buch zu sprechen. Hallo Robert, freut mich auch. Ja, unglaublich, wie die Jahre verrennen. Also wirklich eins nach dem anderen zieht vorbei und am Jahresende denke ich mir immer, Mensch, was ist denn da alles passiert? Und da trifft es sich ja ganz gut, wenn man das mal so Revue passieren lassen kann. Da hast du dir wieder mal die Mühe gemacht, um all diese Geschehnisse in Papierform zu bringen. Wie ist denn das für dich? Also ich hatte vor kurzem mit dem Dr. Marz gesprochen, mit dem Dr. Hans-Joachim Marz. Für ihn ist das so ein bisschen Therapie, sich das von der Seele zu schreiben. Geht es dir da auch so oder ist das eher ein Kampf, sich durch diese ganzen Themen durchzuwühlen? Je nachdem. Manchmal ist es ein Kampf, aber manchmal hat es natürlich befreiende Wirkung, das Schreiben, weil manche Dinge müssen eben einfach raus. Die müssen gesagt werden. Und in dem Fall hilft mir dann mein Beruf auch. Aber in anderen Fällen ist es manchmal sehr mühsam, wenn die Themen sehr kompliziert sind. Und man muss ja auch die emotionale Betroffenheit trotzdem rüberbringen. Also nicht nur meine, sondern die potenzielle emotionale Betroffenheit auch des Lesers. Sprich, er muss mitkriegen, dass ihm das was angeht. Das muss man transportieren. Weil wenn er nicht das Gefühl hat, dass ihm was angeht, dann wird er das Interesse verlieren oder wird das Kapitel überblättern und sowas. Ja. Mhm. Also ja, das ist dann etwas mühsam, aber oft so, wenn ich selber gepackt werde von dem Thema, dann schreibt es sich sehr viel leichter. Ja. Wie wählst du deine Themen aus? Es ist ja eine unglaubliche Informationsflut, so viele Ereignisse, national als auch international. Hast du da einen bestimmten Fokus oder ist es rein gefühlstechnisch auch von deiner Erfahrung her, dass du dich für das oder dieses Thema entscheidest? Beides. Also manche Themen werden mir natürlich vom Jahr diktiert, so spektakuläre Themen, ja, wie 2023, zum Beispiel der Israel-Hamas-Konflikt oder der Untergang des Tauchbootes Titan. Ja, das sind ja Themen, die werden mir quasi diktiert. Zu diesen Großthemen, sag ich mal, da muss ich eigentlich schon möglichst was zu Papier bringen. Und bei wieder andere Themen suche ich mir relativ frei aus nach meinem Riecher, nämlich wenn da irgendwas zum Himmel stinkt, wenn man schon merkt an der offiziellen Darstellung, da stimmt was nicht, da gibt es Widersprüche. Und da steckt mehr dahinter. Und natürlich gibt es auch eine Kombination von beidem. Das heißt, dass da Großthemen sind, wo man das Gefühl hat oder auch den Eindruck oder auch schon mehr Fakten im Kopf dazu hat, dass mit diesen Großthemen auch was nicht stimmt. Ja, so an der offiziellen Version. Mhm. Und ja, so ist es dann eine Mischung zwischen praktisch Pflichtprogramm und aber auch Kür. Quasi. Mhm. Du bringst das Jahrbuch ja immer kurz vor Jahreswechsel raus. Das heißt, in dem Jahrbuch von jetzt, von den Ereignissen 23, ist auch noch Dezember 22 drin. Und da lass uns doch gleich mal einsteigen zum Jahrestag von diesem Rollator-Putsch. Das war der 7. Dezember 22, wo die Medien in Schnappatmung schon fast über dieses Thema berichtet haben. Großeinsatz von Sicherheitskräften, 3000 Polizisten, eine ganze Reihe von Menschen sind verhaftet worden. Wie ist denn da mittlerweile der Informationsstand und was hat sich seitdem ereignet im letzten Jahr? Ja, damit wurde ja ganz große Presse gemacht, ein ganz großer Schlag aufs Wasser sozusagen, der sich dann aber als Schlag ins Wasser eigentlich entpuppte, ja, oder auch als Schuss in den Ofen, weil der große Reichsbürgerputsch erwies sich dann ganz schnell als eine etwas ärmliche Veranstaltung und fiel sogar bei der Kritik durch. Also selbst die Mainstream-Medien haben gefragt, da, selbst da tauchte das Wort auf von einer Inszenierung, weil man nämlich zunächst mal nur eine Waffe gefunden hatte bei diesen älteren Herrschaften. Und ich habe dann in meinem Buch die Frage gestellt, ja, wie muss ich mir den Putsch jetzt vorstellen? Sollte die Waffe dann rumgereicht werden oder wie sollte das ablaufen? Ja, zumal diese Leute, wie schon angedeutet, sehr betagter waren, so manche um die 70 oder 60, ja,
Und es war nur eine Gruppe, die festgenommen wurde von etwa 25 Personen. Insgesamt sollen es 50 gewesen sein. Also damit kann man keinen Staat machen quasi. Und schon gar nicht kann man damit einen Staat übernehmen. Und eine Woche später, nachdem das also klar war, dass das Ganze in den Medien durchfallen würde, bei der Kritik sozusagen des Theaterstück, da hat man dann Waffen nachgelegt, also die man angeblich da gefunden hätte. Und wie hat man das gemacht? Man hat kurzerhand einen Waffenhändler eingemeindet, seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei in diese angebliche Reichsbürgertruppe. Und damit hatte diese Reichsbürgertruppe natürlich plötzlich haufenweise Waffen, ja. Und ich habe aber jetzt kürzlich ein Interview gelesen von einem Anwalt, also dem Anwalt von dem Hauptbeschuldigten Prinz Royce. Der wurde auch nach den Waffen gefragt. Dann hat er gesagt, ja, das waren nur zwei Schusswaffen aus dem, weiß nicht, 15., 16. Jahrhundert, also Antike, wovon für eine war gar keine Munition da und dann noch eine Armbrust. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Bundesanwaltschaft. Auf den Prozess können wir uns freuen. Das wird ja eine Farce erster Güte. Und wie ich jetzt auch gelesen habe, soll tatsächlich, ist der neueste Stand, dass nach einem Jahr U-Haft, nachdem dieser Prinz Royce und einige andere für ein Jahr in der Versenkung verschwunden waren, tatsächlich jetzt Anklage erhoben werden. Man kann es sich schlicht nicht leisten, keine Anklage zu erheben nach dem ganzen Hype, den man veranstaltet hat. Und deswegen werden jetzt diese Leute vor Gericht gezerrt. Aus meiner Sicht, also gibt es dafür überhaupt gar keine wirklich belastbaren Fakten von einem Also Staatsmann. vor einem Jahr wurde ja schon der Untergang des Abendlandes verkündigt. Also sprich, der Sturm auf den Reichstag wurde jetzt noch nicht propagiert, aber man hat so getan oder man hat so dargestellt, als hätten die konkrete Umsturzpläne gehabt. Wie ist denn da die Beweislage? Ist die so dünn, wie sich's anfühlt? Und vor allem, warum dieses Getöse? Das wurde ja wochenlang rauf und runter gejodelt, dieses Thema. Was kann denn da der Zweck gewesen sein von dieser ganzen konzertierten Aktion seitens der Sicherheitsbehörden? Wie ich schon angedeutet habe, scheint die Beweislage äußerst mickrig zu sein, so wie häufig bei Verfahren der Bundesanwaltschaft. Also ich muss ja sagen, dass einige oder viele Verfahren der Bundesanwaltschaft sowieso zu großen Teilen auf Fiktion beruhen. Und so auch hier, also soweit ich das mitbekommen habe, handelt es sich schlimmstenfalls bei dieser sogenannten Reichsbürgertruppe um Gedankenspiele. Also ich meine, es gibt ja diesen schönen alten Spruch, die Gedanken sind frei. Wer weiß, wie lange noch, aber im Moment gilt es, glaube ich, noch, ja. Und es gab meiner Information nach da keine konkreten Vorbereitungen. Womit auch? Womit auch? Also, ich meine, diese Leute sind ja nicht unbedingt eine Clown-Truppe, die glaubt, mit 50 Personen den Staat umstürzen zu können, ja. Also, womit, sollte dieser Staatsstreich durchgeführt werden? Man wird jetzt mal sehen, was da in der Anklageschrift stehen wird. Aber nach dem, was der Anwalt von Reuss gesagt hat, wird das ein ziemlich armes Theaterstück. Denkst du, dass das medial auch richtig aufgeblasen wird, wenn es da zum Prozess kommt? Denke ich schon. Also, man weiß auch nicht, inwieweit sie die Angeklagten oder Inhaftierten bearbeitet haben in dem einen Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. In diesem sogenannten Rechtsstaat verschwindet jemand kommentarlos für ein Jahr in Untersuchungshaft, ohne dass es da Zwischenberichte gibt und Nachfragen. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Das ist einfach auch tabu gewesen, das Thema. Das muss man sich mal vorstellen in unseren Medien. George Orwell hat das schon geschildert, wie plötzlich Menschen verschwinden aus der Mitte der anderen und man nie wieder von ihnen hört. So ähnlich war das bei diesem Prinz Royce auch, ja, von dem ich ansonsten nicht viel weiß, also ja, über seine Aussagen. Aber was ich weiß, ist, dass er unschuldig ist, jedenfalls im Moment. Und zwar aufgrund der Unschuldsvermutung. Und der wurde ein Jahr weggesperrt, ohne dass jemand nach ihm gefragt hat. Man hätte glauben können, der hat sich in Luft aufgelöst. Man weiß also nicht, was mit dem angestellt wurde. Man weiß nicht, ob es da Erpressungen, Drohungen und sonstige Dinge gegeben hat. Man weiß also nicht, wie er vor Gericht dann auftreten wird.
Ich würde sagen, das Thema auf Wiedervorlage, ja, jetzt wird es schwierig sein, da weiter zu spekulieren. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das Thema demnächst wieder Fahrt aufnimmt und dann wird es da wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Umsturzplänen geben oder die man dann veröffentlicht. Also ich glaube, das Thema ist noch nicht durch, die Messe ist noch nicht gesungen in diese Richtung, ja. Ich denke eben auch, dass man das Jahr genutzt hat, um diesen Prozess zu inszenieren und zu orchestrieren. Und das hat so lange gedauert, weil es einfach keine wirklich belastbaren Beweise gibt. Weil es aus meinem derzeitigen Kenntnisstand, aus den Äußerungen der Anwälte und auch den Medienberichten. Und dann umso länger braucht man natürlich, um dann so einen Prozess, zumal wenn er noch in der Öffentlichkeit stattfindet, also überhaupt plausibel abzuhalten, ohne sich lächerlich zu machen. Ich meine, dass die Ursache dieser ganzen Pläne oder diese Gedankenspielen von diesem Personenkreis ist ja, weil die immer mehr Menschen das Vertrauen in den Staat verloren haben. Ist ja kein Wunder, durch die Politik der letzten Jahre und vor allem auch durch die Wirtschaftspolitik in den letzten 2 Jahren. Die Ampel hat ja da Weltrekorde aufgestellt. Also ich kann verstehen, dass Menschen sich da quasi nach anderen Lösungen suchen, dass das natürlich absolut naiv war, zu glauben, da irgendwelche Änderungen so herbeizuführen, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, ja, dass das der definitiv falsche Weg war. Aber das dann so medial, so übertrieben darzustellen, ist, glaube ich, auch ein bisschen, um die Leute abzuschrecken, dass der Staat also hier sich wehrhaft zeigt und der Staat oder vielmehr die Staatsmacht sich dadurch dann natürlich so ein bisschen so ein Bollwerk um sich herum aufbaut, so wehe, wehe, einer von euch muckt nochmal auf und dann zeigen wir euch aber, was eine Hake ist hier. Ja. Es ist doch klar, dass solche gewalttätigen Umsturzversuche, wie sie hier im Raum stehen, dass die nur der Freiheit schaden können, nicht nutzen können. Ja, ja. Weil der Staat wird das nutzen als Begründung für neue totalitäre Maßnahmen. Und wenn niemand von selber auf die Idee kommt, solche Umsturzversuche zu unternehmen, dann werden die halt konstruiert. Ganz einfach. Wie gesagt, wir verfolgen das weiter. Ein anderes großes Thema in diesem Jahr war das unsägliche Thema Nord Stream. Das war ja am 26. September letzten Jahres und im Februar gab es dann wieder mal Aufregung bezüglich diesem Thema. Da gab es dann neue Enthüllungen, neue Spekulationen. Wie hast du damals dieses Thema wahrgenommen, als es passiert ist und wie ist für dich der Umgang unserer Politik, unserer medialen Landschaft mit Nord Stream mittlerweile? Also damals hatte ich etwas Zeit gebraucht, um das mal auf mich wirken zu lassen und zu überlegen, was ist da eigentlich passiert und warum und wer steckt dahinter und wem nützt es so, ja? Und dann das Zweite ist also, dass diese Nord Stream Pipeline, muss man sich jetzt vorstellen, auch wenn es sozusagen physikalisch schwerfällt, als eine Art Fußball, ein Desinformationsfußball, der hin und her gekickt wird. Oder sagen wir einen schwarzen Peter. Also mal haben die Amis den schwarzen Peter, dann die Russen, dann die Ukrainer und keiner will ihn haben. Jeder schiebt ihn von sich weg. Und die Frage ist natürlich, hat den schwarzen Peter überhaupt schon mal der richtige, der wirkliche Täter gehabt? Ja, von, wir haben bis heute noch keine Beweise, wer das wirklich gesprengt hat. Und ja, in diesem Zusammenhang gab es sehr viel Desinformation. Deswegen habe ich das Kapitel auch genannt, in den Tiefen der Desinformation. Und ein Beispiel dafür ist leider dieser Artikel von Seymour Hersh, von dem viele gehört haben, also der große amerikanische Journalist, der letztendlich alles enthüllt hat, wie das gelaufen ist, wer das gesprengt hat und wie das abgehalten wurde. Und ich war ja auch, neigte eher dieser Version zu, die Amerikaner haben die Pipeline gesprengt, weil früher alles darauf hindeutete, entsprechende Äußerungen gab es ja seitens der Regierung oder Andeutungen, dann würde diese Pipeline auf jeden Fall stoppen. Und dann kam also Seymour Hersh mit seiner, wie soll ich sagen, mit seiner herrschenden Meinung, ja, und seinen Recherchen und behauptete ja, er hätte jetzt die Beweise, dass die USA diese Pipeline gesprengt haben. Und siehe da, ich schaue mir den Artikel von Seymour Hersh an und kann es eigentlich nicht fassen. Sagen wir mal, ich bin ja etwas Fachmann im Bereich Journalismus. Und das war also so eine mickrige, schlecht belegte Geschichte, die nur auf einem völlig anonymen Zeugen beruhte, den man auch nicht weiter erhärten konnte. Man wusste sonst nichts über den. Ja,
Er hat da keine weiteren Details geliefert. Und daran hat er diese ganze Riesengeschichte aufgehängt. Und das hat mich eigentlich wieder zweifeln lassen, ob wirklich die USA dahinter steckten. Okay, dann kam ja diese ganze Geschichte mit der Segeljacht, mit Andromeda, die dann eben in die Nordsee gestochen ist. Nee, halt Ostsee. Muss ich mir jetzt Ostsee? Ostsee, ja, genau. Und was machst du aus dieser Geschichte? Ist das für dich nachvollziehbar oder ist das die nächste Räuberpistole? Also ich meine, ich war schon mal auf einer Segeljacht hin und wieder, ja. Wenn ich mir vorstelle, ein Taucherteam mit voller Ausrüstung, mit Spezialausrüstung und 500 waren es Tonnen, nee, Kilo Sprengstoff. Eine Segeljacht wie diese, die da gezeigt wurde, die ist ja also sehr seiteninstabil, ja. Man muss sich das vorstellen wie so ein Stehaufmännchen, ja. Also die wankt hin und her und ist auch schwer am Ort zu halten. Und an diesem Ort schon gar nicht, wo also die Wassertiefe viel zu hoch war, um einen Anker zu werfen für so eine Yacht. So viel Ankerketten haben die gar nicht an Bord. Da würde sich schon der Bug ins Wasser senken vom Gewicht. Also die hätte da gar nicht ankern können an der Stelle. Solche Fehler sind da passiert bei dieser Version. Und eben, wie gesagt, so ein riesen Equipment und so ein großes Team hätte an Bord von so einer schwankenden, engen Yacht niemals operieren können. Keine Chance. Vor kurzem kam doch dann jetzt die Meldung, dass die Ukraine sozusagen doch dafür verantwortlich ist. Man hat einen Oberst aus dem Hut gezaubert, also den schwarzen Peter dann dingfest gemacht. Der sitzt praktischerweise auch im Gefängnis jetzt schon wegen irgendwelchen Geschichten. Ist es jetzt der Sündenbock schlechthin? Hat man ihn dazu auserkoren? Und vor allem, was bedeutet es, wenn offiziell die Ukraine diesen Anschlag gemacht hat? Was bedeutet das für die deutsche Regierung? Wie ist deren Verhalten einzuschätzen? Also ohne jetzt diesen Fall zu kennen, kann man davon ausgehen, dass jetzt natürlich Sündenböcke gesucht werden. Man will jetzt diese Frage endlich beantworten, man will jetzt endlich diese Kiste zumachen, diesen Sack zumachen. Und das kann man am besten mit einem Sündenbock. Und wenn jemand ins Gefängnis gesteckt wird, zumal in der Ukraine, dann dürfte es auch ziemlich leicht sein, den zu beeinflussen, sage ich mal, freundlich formuliert. Ja, also man kann auch dem nicht trauen, was dabei herauskommen wird. Es ist ein Kampf hinter den Kulissen nicht um die Wahrheit, sondern um die Lüge. Man kämpft nicht darum, dass die Wahrheit rauskommt, sondern man kämpft darum, dass sie nicht rauskommt, dass der wahre Täter nicht enthüllt wird. Darum geht's, ja. Eigentlich schade, dass niemand dieses Thema so wirklich aufgreift. Es ist der größte Anschlag auf Infrastruktur in der Geschichte der Menschheit eigentlich. Allein der materielle Schaden sind ja viele, viele Milliarden. Und dann kommen die Folgeschäden. Ich habe eine Zahl aufgeschnappt, die war 300 Milliarden an Folgekosten, die eben erhöhte Energiepreise verursachen und alles andere. Also wir sprechen vom größten Anschlag in der Geschichte der Menschheit eigentlich. Und das geht so unter ferner Liefen. Das weiß ich nicht, weil ich meine, der 11.9. ist ja da auch noch da und andere Ereignisse, ob das der größte Anschlag war in der Geschichte der Menschheit, Jetzt rein aber materiell, also rein von den Kosten her, weil 9/11 ja, waren die okay, Gebäude auch teuer, aber nicht jetzt 10 Milliarden, ne? aber ja. Okay, also klar, es war ein verheerender Anschlag, der einen Riesenschaden verursacht hat. Und natürlich wüsste man gerne, wer denn dafür verantwortlich ist. Aber die Frage ist, was macht man dann mit der Antwort? Darauf zielt ja deine weitere Frage schon ab. Was macht man mit der Antwort, wenn tatsächlich die Ukraine als Täter feststünde? Was macht man mit der Antwort, wenn Russland feststünde? Noch schlimmer für Deutschland, was macht man mit der Antwort, wenn die USA als Täter feststünden? Ja, worauf viele hinarbeiten natürlich. Ich habe so Ja. den Eindruck, als wären die Deutschen jetzt oder die deutsche Regierung ganz glücklich, dass es ein Ukrainer war, weil die sind sakrosankt. Die darf man nicht verurteilen, die darf man nicht angreifen. Das sind die Verbündeten, die unterstützen wir auch. Und wenn jetzt natürlich so einer das war, dann wird das jetzt nicht offiziell, aber so nach dem Motto, ja, der war ja dazu gezwungen. Das ging ja gar nicht anders. Das müssen wir verstehen. Da gucken wir drüber Nun, hinweg. also, So, ja. es geht darum, diese Geschichte irgendwo endzulagern.
Man kann von einem Sündenbock sprechen oder von einem Endlager für eine abgehalfterte Version, ja, sodass diese Diskussion endlich mal zur Ruhe kommt. Und vielleicht haben Sie sich ein Ukrainer als Endlager ausgeguckt für diese Nord Stream-Geschichte. Das kann ja sein, ja. Vielleicht erschien Ihnen das als am wenigsten brisant. Aber für mich ist auch die Frage, sind denn schon alle Player oder alle möglichen Player im Spiel überhaupt? Denn wir werden hier hin und her geschubst zwischen USA, Russland, Ukraine, na wer was denn nun, wer bietet mehr und so, wer will was auf den Roulette-Kreisel schmeißen, seine Kugel, ja. Und diese Roulette-Kugel, dieser Roulette-Kreisel oder das Roulette-Karussell stoppt immer nur bei USA, bei Russland oder bei Ukraine. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Staaten auf der Welt. Ja. Und das finde ich ist eine ziemlich, ziemlich begrenzte Auswahl. Und das habe ich auch in dem Buch weiter ausgeführt. Deswegen möchte ich es jetzt, weil es sehr brisant ist, hier auch nicht so weiter breit treten. Klar, ja. Was für Interessen gibt es denn noch? Nicht Täter, auch nicht mutmaßliche Täter, aber allein schon mal die Interessen zu betrachten an dieser Pipeline oder daran, dass sie nicht mehr funktioniert, ist schon interessant. Weil wir schon in der Tiefe des Meeres sind, lass uns doch gleich zu diesem U-Boot-Unglück springen, zu dieser Titan. Das hat im Sommer doch für einige Tage für Aufsehen erregt, weil viele dachten, okay, die kann man vielleicht noch retten. Da gibt es Klopfgeräusche, da gab es verschiedene Informationen am Anfang. Letztendlich hat sich das alles als Trugschluss herausgestellt und die waren eigentlich sofort tot, nachdem das Schiff kollabiert ist. Hast du den Hintergrund etwas recherchiert von dem Betreiber von diesem U-Boot, von dem gescheiterten Astronauten, wie es geheißen hat, so ein, ja, ein Abenteurer, der sich da seinen Lebenstraum dann mehr oder weniger erfüllt hat? Wie hast du das als, ja, als technisch versierter Mensch wahrgenommen, was da für ein Abenteuer stattgefunden hat? Also erstmal war es ja so tatsächlich, dass der gesamte Globus mindestens 5 Tage lang mit dieser Sache hypnotisiert wurde, obwohl bereits am Tag des Verschwindens feststand, dass dieses Gerät verunglückt war, und zwar fatal, letal, final, ja. Denn wenn so ein Ding explodiert beziehungsweise implodiert, dann gibt es keine Überlebenden und keine Rettungsmöglichkeit. Und so wie das aber aussieht, wurde das 5 Tage lang geheim gehalten, mehr oder weniger. Und man hat stattdessen ein Ticking-Clock-Szenario inszeniert. Das kennen wir aus James-Bond-Filmen. Wenn James Bond nur noch 24 Stunden Zeit hat, um eine Bombe zu entschärfen, das nennt man Ticking-Clock-Szenario. Und hier war es der Sauerstoffvorrat von 96 Stunden, ja, mit dem mitgefiebert wurde. Ja, wie lange wird es noch reichen? Wie viele Stunden sind schon rum? Und können Sie vielleicht noch 3 Stunden länger leben, bla 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 bla. So ging das ja die ganze Zeit. Und die gesamte Menschheit wurde damit eigentlich hypnotisiert. Und was den Kapitän betrifft, also und den Inhaber, Stockton Rush, da kann man nur sagen, ja, man hat das Gefühl, die große Titanic-Katastrophe von 1912, die hat jetzt eigentlich Nachwuchs bekommen in Form des Untergangs dieses kleinen Tauchbootes namens Titan, also mit der großen Namensähnlichkeit. Denn in beiden Fällen hat ein verantwortungsloser Kapitän, wenn nicht sogar krimineller Kapitän, dieses Unglück verursacht. In beiden Fällen wurden mehrere Milliardäre versenkt, beseitigt. Ja, in dem Tauchboot Titan waren 2 Milliardäre anwesend. Und, und. Also da gibt es einige Parallelen. Und dann gibt es noch eben den Umstand, dass die ganze Geschichte allmählich kippte von einem Unglück zu Leuten, die gesagt haben, ja, eigentlich war das ja absehbar, zu wieder anderen Leuten, die gesagt haben, das war ja unausweichlich. Sprich, plötzlich hat jeder schon vorher Bescheid gewusst, ja. Und das stellte sich so langsam raus. Und die Perspektive auf dieses Tauchunternehmen hat sich total verändert, bis hin zu einem Hochstapelunternehmen, das zuletzt sowieso keine Tauchgänge mehr durchführen konnte. Die wurden reihenweise verklagt von Fahrgästen auf Rückgabe des Fahrpreises quasi zur Titanic, weil der Tauchgang wurde quasi immer nur angetäuscht. Also man ist ein paar Fuß getaucht oder ein paar Meter und dann war plötzlich eine technische Panne, dann musste man wieder auftauchen.
oder das Wetter hat nicht gestimmt. Das Schöne für die Firma war, das Geld der Passagiere war weg. Es gab keine Möglichkeit, das zurückzufordern. Ja. Man bekam dann zwar als Ersatz in einigen Fällen eine kostenlose Fahrt im nächsten Jahr angeboten, aber auch ohne Garantie. Also ob die stattfinden würde können, es war auch nicht gesagt. Also mit anderen Worten hat man da großen, großes Ziel Geld eingesammelt für letztlich in vielen Fällen gar nichts. Zum Unglück selber, ich habe das damals recherchiert, das muss sehr tragisch gewesen sein. Also man geht davon aus, also ich habe von einem Sachverständigen da eben so die wahrscheinliche Analyse gehört, dass ein Systemausfall stattgefunden hat. Die Stabilisatoren außen, die Motoren, die das Schiff in, die das Tauchboot im Gleichgewicht gehalten haben, die sind ausgefallen, die saßen plötzlich im Dunkeln und da eben da keine, die sind dann nach vorne gekippt, in eine Richtung ist es umgekippt, die sind dann entweder nach vorne oder nach hinten, sind die alle runtergerutscht, es gab ja keine Sitze, es gab keine Haltemöglichkeiten, es gab ja nichts wie so eine Matte und einen Joystick von einer Playstation mehr oder weniger und die sind dann buglastig geworden, sagen wir jetzt mal, und sind dann quasi wie so ein Torpedo immer tiefer und dabei kam es dann eben zu diesem fatalen Systemversagen, was, wie du auch schon angesprochen hast, viele Experten schon vorher gesagt haben, Stahl- und Kohlefaserverbundwerkstoffe zusammen in dieser Konfiguration, das musste irgendwann fatal werden und 0,07 Sekunden ist dann die Dauer der Implosion. Also das ist wie eine Explosion nach innen. Ne? Also das kriegt man gar nicht mit. Die Reizreaktionsschwelle bei uns Menschen ist bei 200 Millisekunden, bis der Schmerz im Gehirn ankommt. Und das ist, also die haben nichts gespürt. Die haben vielleicht noch gemerkt, dass es jetzt nach unten geht. Aber tragisches Unglück natürlich. Die Frage ist, warum hat die Welt wie das Kaninchen vor der Schlange eine Woche darauf geguckt? Denkst du, dass im Hintergrund Dinge passiert sind, von denen man uns schön ablenken konnte, wie so im Halbfinale bei der Weltmeisterschaft, wenn man dann da irgendwelche Gesetze durchdrückt und die ganze Bevölkerung ist fußballtaumelmäßig unterwegs? Ja, also ein Beispiel ist ja Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, dem US-Präsidenten. Der hatte just in dieser Woche einen sehr, sehr peinlichen, ich glaube, Gerichtstermin wegen verschiedener Anklagepunkte. Und das ging natürlich komplett unter. Das wurde aus den Zeitungsseiten gefegt wie nichts durch dieses Ticking-Clock-Szenario. Und ja, da haben einige spekuliert oder gefragt, ob man das deswegen so in die Länge gezogen hat. Denn man hat es in die Länge gezogen. Ein Beispiel, es wurde ja immer von Klopfzeichen gesprochen und die alle 30 Minuten zu hören gewesen seien. Und das sei ein ganz sicheres Signal, dass das von Menschen käme, denn das sei ja so üblich, dass man alle 30 Minuten in so einer Notlage, wo es um Leben und Tod geht, um jede Minute, dass man immer 30 Minuten wartet, bis man mal so an die Hülle pocht. Ja, hallo, ist da jemand? Rettet uns. Da habe ich mich gewundert, weil dafür gibt es ja ganz andere Signale, nämlich zum Beispiel SOS. Ja. Also man würde sofort SOS morsen. Jeder kennt das, diese Zeichenfolge. Erst recht die Leute, die da an Bord waren, kannten die. Und das Zweite ist, man hätte sofort gewusst, dass es menschlichen Ursprungs, weil ich habe noch nie gehört, dass irgendwie ein typisches SOS morsen würde. Ja? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Also wenn das regelmäßig kommt, dann weiß man, da ist jemand. Ja. Also war die Sache mit den sogenannten Klopfgeräuschen eine verlogene Ablenkungsmaßnahme, wobei man verheimlicht hat und auch die Presse nie gefragt hat, wieso morsen die nicht SOS? Ja. Und wenn jemand ein bisschen morsen noch mehr beherrscht, kann er sogar noch mehr morsen. Er könnte theoretisch die Ursache, die Lage und sonst was mitteilen. All das ist aber nicht passiert. Und da es eben noch nicht mal das Drei-Zeichen-Signal gab, SOS, kann man auch, es bestätigt das auch, dass niemand mehr am Leben war, weil das wäre auf jeden Fall benutzt worden. Tragisch für die Besatzung und für die Hinterbliebenen natürlich noch mehr. Da war sogar der 19-jährige Sohn von diesem indischen reichen Mann dabei. Milliardär, hast du gesagt, war der so reich tatsächlich? 2 Milliardäre waren. Aha. Und der wollte nicht mal mit, der Sohn. Der hat gesagt, er hatte keine Lust, aber in Indien sagt der Papa und dann folgt der Sohn. Ja. Also von dem her gesehen.
Ja, also tragisch. wenn ich das wirklich so abgespielt haben sollte, dann haben die mein wirklich ganzes Mitgefühl, speziell der Vater und der Sohn. Und diese tragischen Umstände sind schrecklich, die da berichtet werden. Aber wir wissen letztlich nicht viel darüber, weil es wurden ja angeblich zwar menschliche Überreste festgestellt in den Trümmern, die vom Ozeanboden geborgen wurden. Und es wurde auch versprochen, ja, es würden jetzt DNA-Analysen gemacht, aber dann hat man nie wieder etwas davon gehört, von dem Ergebnis der DNA-Analysen. Sprich also, welche DNA konnte denn überhaupt gefunden werden da unten? Ja. Weil ich muss ja auch noch dazu sagen, aus dem Ganzen, aus meinen Recherchen, ergibt sich jetzt das Bild eines mutmaßlichen Hochstaplers bei diesem Stockton Rush. Also er hat unglaublich viel Geld eingesammelt für nichts. Er wurde verklagt bis zum Abwinken. Die Gerichte, die Kläger, die Gläubiger waren hinter ihm her wie der Teufel. Also es gäbe ja nichts Praktischeres, als bei so einem Unfall zu verschwinden. Einem Pseudo-Unfall, ja. Ah, verstehe. Okay. Auch der Ort ist ideal, weil zunächst mal hätte man davon ausgehen können, es ist auch sehr schwer, den Tod zu falsifizieren da unten in 4000 Meter Wassertiefe. Und in solchen Fällen wird regelmäßig dann auch ein Totenschein ausgestellt, auch wenn keine Überreste gefunden werden. Ja, normalerweise sind dafür ja Überreste notwendig für einen Totenschein. Aber dann müssten doch die Hinterbliebenen der Opfer auch ein Interesse haben, dass das aufgeklärt wird. Die müssten doch dann da auf die Barrikaden gehen und sagen: Moment mal, Hat man wirklich unsere. von dem Stockton Rush geredet? Was mit den anderen Menschen ist, weiß ich nicht. Also es ist ja eigentlich schon eine gruselige Situation, in die die sich überhaupt begeben haben, sich in einen solchen Sarg schrauben zu lassen. Es war ja so, dass die Kappe, das gab da keine Luke oder sowas, keine Ein-Ausstiegsluke, sondern die Kappe wurde dann von außen von dem Team von Stockton Rush verschraubt. Wahnsinn, wenn Also man sich das vorstellt, echt. selbst Also. wenn das Tauchboot an die Oberfläche gekommen wäre, wäre das noch lange nicht die Rettung gewesen, Ja. weil dafür hätte man es erstmal finden und aufschrauben müssen, rechtzeitig. Und das kann auch viele Stunden dauern. Ja? Und diese Leute haben sich da in eine Situation begeben, wenn es so stimmt, sehenden Auges, die einfach unbeschreiblich ist. Ja? Und sie sind da einem Menschen auf den Leim gegangen, von dem sich hinterher herausgestellt hat, dass er absolut dubios war. Ja? Also eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Ich merke, da gibt es noch einiges zum Nachrecherchieren. Aber lass uns weiterhüpfen im Jahr. Wir kommen zum Sommer. Und im Sommer war ja natürlich ganz klar ein Thema der Hitzeschutzplan von unserem Gesundheitsminister, der plötzlich ein neues Thema hatte, indem er gesagt hat: Hitzetote, Hitzetote, Hitzetote. Die Kirchen müssen jetzt ihre Sakristeien öffnen, damit da Hitzeschutzräume gestaltet werden können. Dumm war nur, dass diese Kampagne genau am Ende Juli angefangen hat. Und ich erinnere mich, dass die ersten 2 Augustwochen extrem schlechtes Wetter waren. Zumindest bei uns hier. Da waren es, also wir sind hier bei 12 Grad mit der Winterjacke gesessen, wenn wir draußen waren. Und das hat sich so ganz und gar nicht nach Hitzeschutzplan angefühlt. Schlechtes Timing, aber die Kampagne war natürlich wieder 1A Lauterbach, oder? Ich muss da etwas korrigieren. Die Kampagne fing also nicht im Juli an, Schon vorher? sondern im Januar. Ich habe das dann genau zurückrecherchiert. Ab Januar begannen die Medien wie verrückt für den Hitzesommer zu trommeln. Januar, Februar, März, April, immer wieder stand fest, es wird ein Jahrhundertsommer, Wir werden es wird ein verbrennen. es braucht da Schutzmaßnahmen und so weiter. Und ja, wie du schon sagtest, dann kam der Juli. Und Ende Juli fiel das Ganze bereits total ins Wasser. Da war nicht mehr die Rede von 37 Grad, sondern von 37 Liter, nämlich Regen pro Quadratmeter. Ja, und das zog sich bis in den August hinein. Und das Ganze war so schlimm, dass diese ganze Hitzeplanung von ja Lauterbach platzte und es damit endete, dass Lauterbach dann wieder anfing, vor Corona zu warnen. Weil die Hitzesache war einfach glatt erledigt. Und ich musste auch was dazu sagen, das Wort, der Begriff Schutz aus Regierungsmund,
ist fast immer eine totalitäre Bedrohung, weil man versucht, dem Volk auf diese Weise totalitäre Maßnahmen zu verkaufen. Ich sage mal, Impfschutz, Hitzeschutz, Schutzhaft, ja, solche Begriffe. Und bei Lauterbach und dieser Regierung kann man sowieso davon ausgehen, dass es da um totalitäre Maßnahmen ging, um nichts anderes. Wahrscheinlich auch noch Pharmagewinne, was auch immer. Und das ist zum Glück total komplett gescheitert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Zahl, die ich letzte Woche aufgeschnappt habe, dass mehr als ein Dutzendmal mehr Menschen an Kälte auf der Welt sterben als an Hitze. Ja? Also wenn man jetzt sagt, die Erde droht der Hitzekollaps, dann frage ich mich, warum dann so viel mehr Menschen an Kälte sterben eigentlich. Also das ist auch eine komplett fehlgeleitete Wahrnehmung. Es ist ja ganz aktuell, auch jetzt Anfang Dezember 23 war doch die COP28 in Dubai. Und als Ergebnis kam raus, ja, wir wollen mehr Kernkraft. Mehr Kernkraft kommt und ich glaube sogar der Vorsitzende dieser Konferenz hat sich so ganz und gar anders geäußert, wie sich da unser klimabewegtes Ministerium das vorgestellt hat. Also wie hast du, so ganz am Rande, wie hast du diese Klimakonferenz wahrgenommen? Ja, ich habe das auch nur nebenbei wahrgenommen, weil das ist ja für mich ein Thema, das ich schon seit über 20 Jahren verfolge. Ich habe ja schon vor fast 20 Jahren eine DVD gemacht über die Klimareligion, ja. Und ich habe dann aber auch mitbekommen, dass der Vorsitzende komplett aus der Reihe getanzt ist. Ich weiß nicht mehr genau, welche Äußerungen. Ich glaube, er hat sich für fossile Brennstoffe oder so ausgesprochen. Also jetzt ins Unreine gesprochen. Und das ist natürlich, ist ein Desaster für diese Ideologie. Und auch da geht es ja, auch da taucht ja dieser Begriff auf, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich Schutz. Also Klimaschutz, ja. Eigentlich kann man nur sagen, wenn die Regierung von Schutz spricht, dann kann man nur noch rennen, ja, weil dann ist irgendwas im Busche. Prinz Charles hat jetzt 5 Billionen Dollar gefordert, als er mit seinem Privatjet angelandet ist da unten. Und 5 Billionen müssen wir jetzt aufraffen, sonst wird die Erde im Klimakollaps dahingehen. Vielleicht dreht sich der Wind ja auch ein bisschen, dass die Welt das nicht mehr so ganz schluckt. Auf jeden Fall, unsere Regierung ganz voran wird dann natürlich mit Klimaschutzgeldern und so weiter. Also das ist eine never-ending Story. Aber bei unserer Regierung fällt mir ein Beispiel ein oder ein Kapitel ein aus deinem Buch. Und zwar geht es um den 3. Oktober. Der 3. Oktober ist ja der Tag der deutschen Wiedervereinigung, der in meinem Umfeld irgendwie so überhaupt gar keine Rolle spielt. Also ich kenne niemanden, der sich im Vorfeld darauf freut, dass man wie in Amerika 4th of July oder so, dass man sich da freut und den Tag feiert oder so, dass halt einfach ein Feiertag unter der Woche hat man frei und sonst gar nichts. Jetzt hat unsere Bundesregierung, die höchsten Vertreter unseres Staates haben ein Foto gemacht und dieses Foto war für dich Anlass von einem eigenen Kapitel. Kannst du uns dieses Foto mal beschreiben und vor allem, wie du das wahrnimmst? Ja, das war ja sehr interessant. Ich meine, unsere Zuschauer wissen bestimmt, dass man sich alles genau anschauen muss. Texte, Fotos, Videos, was sieht man da wirklich, was sieht man da nicht? Und das war ja, wie du schon sagtest, der Nationalfeiertag. Und unsere Regierung hat sich da zu einem Gruppenfoto aufgestellt. Oder jedenfalls ihre maßgeblichen Mitglieder und auch der Bundespräsident zu einem Foto zum Nationalfeiertag. Nur was jetzt da nicht drauf war auf diesem Bild, das war die Nationalflagge. Also die deutsche Flagge. Also es sah fast aus wie eine herrenlose Gruppe. Das hätte sonst was sein können. Vielleicht einen Freimaurerherrenabend oder keine Ahnung. Ich meine, jede Konzernführung, wenn die sich zu einem Gruppenbild aufstellt, ist im Hintergrund das Logo zu sehen, dieses Konzerns. Aber die deutsche Flagge verschwindet hier oder wird nicht gezeigt. Jetzt mag das mancher für eine Petitesse halten, ist es aber nicht, weil es gibt ja sowas wie ein Protokoll bei solchen Dingen auf diplomatischer Ebene. Ja, man kennt das ja, wenn bei Staatsbesuchen bei den beiden Gästen oder dem Gastgeber und dem Gast steht dann die Nationalflagge zum Beispiel. Ja, das ist ganz wichtig, um zu zeigen, wer ist das hier, welche Staaten, wen repräsentieren diese Leute. Und das wird natürlich im Ausland auch beobachtet.
Also das heißt ja, die deutsche Regierung zeigt keine Flagge mehr. Sie hat die praktisch gestrichen, ja. Also das Land ist wahrscheinlich herrenlos oder so. Das ist alles die Sprache dieser Flaggen, ja. Und da kommt noch etwas dazu. Ich habe dann beim Spiegel eine Bildstrecke gefunden von diesem Ereignis, also von diesem Treffen der Bundesregierung, des Bundespräsidenten zu diesem Anlass. Bundesverfassungsgericht Habert war, glaube ich, auch dabei, ja. Genau, Bundesverfassungsgericht. Und das war eine zwölfteilige Bildstrecke. Und auch da war keine Flagge zu sehen. Keine. Bis auf eine Ausnahme. Da wurde nämlich eine sogenannte Drag Queen gezeigt mit ihrer Frisur. Und in diese Frisur von diesem Wesen hatte man die deutschen Farben gesprüht. Also da möge jeder selber die Botschaft interpretieren, ja. Was das für ein absolut total kaputtes Land ist. Geht Und es das wird international gezeigt. Ne? bis zur Selbstverleugnung? Natürlich. Also Deutschland ist, verleugnet sich permanent selber. Deutschland hat keine Identität mehr. Man muss ja so eine Nationalflagge jetzt nicht überbewerten, aber ich vergleiche das gerne mit einem Markenlogo oder so. Das zeigt ja nun auch jeder, der zu einer Firma gehört oder eine Firma, die eine Veranstaltung macht, ja. Da ist nichts Anrüchiges dran. Man kann auch also die Flagge zeigen. Und natürlich, das Signal an die Welt lautet, wir sind niemand. Also greift einfach zu. Die Welt greift ja auch zu. In vielerlei Hinsicht, sie bedient sich in Deutschland ohne Ende. Ohne Ende. Also es werden nicht nur hier Milliarden abgeschöpft durch Einreisende, sondern es werden Milliarden auch ins Ausland geschickt. Zum Beispiel als Entwicklungshilfe selbst noch an China, einen großen globalen Konkurrenten, der uns hier den Rang abläuft wirtschaftlich, bekommt noch Entwicklungshilfe von Deutschland oder bis vor kurzem jedenfalls. Also die Welt greift einfach rein in den Topf und am Schluss werden wir nackt dastehen. So sieht es aus. Das ist primitivste Logik. Ich meine, dieses Thema ist jetzt natürlich groß, das müssen wir jetzt nicht komplett aufmachen, aber das scheint mir doch auch das Ergebnis von den letzten 70, fast 80 Jahren zu sein. Re-Education, die Schmach des Holocaust, das permanent über uns ausgebreitet wird. Und ich erinnere mich sogar an ein Zitat von Fischer, wenn es denn wirklich stimmt, der gesagt hat, also man muss eigentlich dafür sorgen, dass die Deutschen einfach kein Geld mehr haben, dass man alles, was Deutschland erwirtschaftet, in die Welt hinausbringt. Es ist überall besser aufgehoben wie in Deutschland selbst. Selber, sagt der, der eine Pension kriegt als ehemaliger Außenminister. Ja? Also dieser kollektive Selbsthass, diese Schmach und Schande, die wir uns selber auferlegt haben, vor allem führende Eliten, die ist schon außergewöhnlich und, glaube ich, auch unique auf der Welt, einzigartig, oder? Ja, natürlich, also die Position ist die, Deutschland ist und bekommt oder wird immer mehr zu einem absoluten Niemand, ja. Staatlich, aber auch wirtschaftlich, technologisch, in jeder Hinsicht. Und da muss ich immer eine Frage Auch kulturell, weißt stellen. du, wenn du anschaust, wie. Wer sich über Leute beschwert, die angeblich den Staat leugnen, wie sogenannte Reichsbürger, der sollte mal schön den Mund halten, wenn er selber nicht mal am Nationalfeiertag als Regierungsmitglied oder Bundespräsident die Flagge zeigt. Das ist für mich auch Staatsleugnung auf höchstem Niveau. Dagegen sind unsere Reichsbürger gar nichts. Ja, das sind kleine, wenn überhaupt, versprengte Grüppchen. Aber die Staatsführung selber negiert den deutschen Staat vor aller Welt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Naja, legendär war ja auch 2013 bei der Wahl von Merkel zur dritten Amtszeit diese Flagge, die sie da entsorgt hat auf der Bühne. Das hat ja auch Wellen geschlagen oder derjenige, der das sehen möchte. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da müssten wir jetzt viele, viele Sendungen, viele, viele Stunden drüber sprechen. Es ist halt so ein pathologischer Befund für diese Gesellschaft, dass sie versucht, diese vermeintliche Schmach von damals aufzuarbeiten, indem man sich als Retter der Welt geriert, im Klima, bei Migration, bei Queer, bei Gender, bei allen möglichen Dingen, die da jetzt so über uns hängen, versucht man sich eben da reinzuwaschen, indem man es ganz besonders gut meint. Und oft geht das Ganze nach hinten los. Also, das ist so mein Eindruck. Praktisch das Aschenputtel der Weltpolitik, ja.
Deutschland ist ein absolutes Mobbingopfer. Es wird permanent gemobbt, mit Schuldgefühlen, aber auch mit finanziellen Forderungen, mit Ausbeutung, mit Auszehrung, mit Maßnahmen wie auch also der Abschaffung von Schlüsseltechnologien, Atomkraft, Klar. Auto, ja. Also, und das ist die Quittung dafür, dass man 70 Jahre lang den Mund gehalten hat und schön den Siegern sonst wohin gekrochen ist und auch anderen, ja. Das ist die Quittung dafür. Wer sich nicht wehrt, bekommt auch keinen Respekt von niemandem, sondern er wird letztlich, wenn er sich niemals wehrt, die Folge wird sein, dass er implodiert. Ja. Also psychologisch auf individueller Ebene begeht so jemand zum Beispiel Selbstmord, wenn er ungeschützt jahrelang gemobbt wird. Ja. Zum Beispiel. Und das ist das, was hier mit dem Land passiert. Das ist kollektiv und auch individuell ein Mobbingopfer, ja, und Selbstmord gefährdet. Und was hier passiert, ist Selbstmord, staatlicher Selbstmord. Auf Raten. Ja, klar, aber auf sehr viele und schnell hohe Raten. Und diese Geschichte mit der fehlenden Flagge ist dafür ein deutliches Symbol. Weil du sagst, Abwanderung von Hochtechnologien. Es gibt 8 Lehrstühle in Deutschland für Kernphysik und 200 für Gender Studies. Also da sieht man, wo der Schwerpunkt ist hier in diesem Land. Und also es ist unfassbar. Ja. Ja, diese 200 Lehrstühle, wenn ich mich recht erinnere, wurden die von Annette Schavan geschaffen, einer sehr engen Busenfreundin von Angela Merkel, die dann dummerweise doch gefeuert werden musste oder zurücktreten musste als Bildungsminister wahrscheinlich, aufgrund von Plagiaten in ihrer Doktorarbeit, meiner Erinnerung nach, und wurde dann belohnt mit einem Botschafterposten im Vatikan. Ach, sieh mal einer an. Und die werden ja irre Geschichten geschrieben in diesem Land. Also so viele Romane kann man gar nicht erfinden, ja. Naja, das ist doch auch Tradition bei uns, dass Leute in irgendeinem Ministerium kläglich scheitern, dann auf die nächste Stufe der Karriere kommen. Sie Ursula von der Leyen, die hat ja in jedem Ministerium eigentlich nur Scherben hinterlassen und ist jedes Mal nach oben gekommen. Du kennst doch dieses, wie nennt sich das, Peter-Prinzip oder Ja. Dunning-Kruger-Effekt, das sind auch so Beschreibungen. Aber bevor wir uns hier jetzt in dieses Thema verbeißen, ich möchte gerne zum Schluss von unserem Gespräch nochmal auf ein ganz wichtiges Datum kommen, das noch gar nicht so lange her ist, gerade mal 2 Monate jetzt. Es geht natürlich um den 7. Oktober, der Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung. Seitdem ist die Welt wieder eine ganz andere. Ich erinnere mich noch an ein Meme, als es passiert ist. Putin hat am 24. Februar 2022 Corona besiegt und die Hamas hat am 7. Oktober Putin besiegt. So nach dem Motto, das Narrativ der Aufmerksamkeit, also der Fokus der Aufmerksamkeit war Corona, Corona, Corona. Plötzlich war es Putler, 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 also der böse Hitler in Form von Putin. Und jetzt auf einmal von einem Tag auf den anderen gab es wieder ein neues Schwerpunktthema, der Krieg im Nahen Osten, die weitere Eskalation. Wie ist dein Informationsstand? Wie nimmst du das auf? Was macht das mit dir, dieses Ereignis? Das finde ich eine ganz nette Pointierung, was du da gerade zitiert hast, ja. Und ja, es ist natürlich, es hat viele Aspekte, ganz viele. All diese Ereignisse, wie ich ja schon früher geschrieben habe, sind immer multifunktional. Die machen ganz viel. Psychologisch, politisch, militärisch, finanziell. Die werden ausgewertet bis zum Letzten von denjenigen, die diese Ereignisse auf den Weg bringen. Also diese Ereignisse sind immer multifunktional. Die werden ausgewertet bis zum Letzten. Das Fleisch wird bis zum Knochen abgenagt. Die werden psychologisch, politisch, militärisch, finanziell ausgewertet. Diese Ereignisse, zum Beispiel auch der 11.9., ja, oder auch der Putin-Ukraine-Krieg wird ausgewertet und der Knochen, also das Fleisch abgenagt bis zum Knochen von der Rüstungsindustrie zum Beispiel. Und dann wird das Publikum hypnotisiert, wie ich schon sagte. Also nach jetzt dem Ukraine-Krieg, der Hamas-Krieg, ja. Die ganze Welt ist total hypnotisiert. Und im Hintergrund steht natürlich die Drohung der Atombombe, ja. Wie auch schon im Ukraine-Krieg.
wurde das sozusagen wachgehalten, diese Angst. Und natürlich, das muss man auch verstehen, dass die Leute dann alles andere vergessen um sich rum. Inzwischen werden die über den Tisch gezogen von Regierungen, von Parlamenten, mit neuen Gesetzen, mit Enteignungsgesetzen, mit Zensurgesetzen. Also ich spreche da jetzt global sozusagen, ja. Und hier gibt es dann natürlich auch die lokalen Interessen und Fragen. Und es gibt da auch unglaublich viele Ungereimtheiten. Also man wird es nicht glauben, aber selbst Medien wie die Bild-Zeitung haben zumindest mal dahin getippt, indem sie also Leute zitiert hat, die sich gefragt haben, wie war denn das möglich, dass diese Hamas da überhaupt rausgekommen ist aus diesem Hochsicherheitsgefängnis? Also diesen Begriff haben sie nicht benutzt. Aber es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Der Gazastreifen ist wie früher West-Berlin, umgeben von einem Todesstreifen, von hunderte Meter breiten leeren Landstrichen, von Zäunen, von Mauern, von Selbstschussanlagen, Berichten zufolge, von natürlich Kameras, von Sensoren. Und ich habe da mehrere ehemalige Soldatinnen zitiert in meinem neuen Buch, die gesagt haben, also sie haben da Dienst getan an dieser Grenze und da konnte nicht mal eine Kakerlake durchlaufen, ohne bemerkt zu werden. Ja. Und einer hat sogar tatsächlich gesagt, also ohne Hilfe von innen, also aus Israel, wäre es unmöglich gewesen, durch diese Grenze zu kommen. Und zwar mindestens an 15 Stellen gleichzeitig. Also sehr, sehr merkwürdig. Erfüllt eigentlich alle Kriterien einer False Flag Operation, also einem Angriff unter falscher Flagge. Ich zitiere jetzt hier mal aus der Erinnerung ein paar israelische Medien wie Jerusalem Post oder Haaretz, die gesagt haben, zum einen wissen wir jetzt mittlerweile, dass die Regierung schon ein Jahr vorher von diesen Plänen wusste. Dass es also auch eine ganz klare Sicherheitslage gab, die aber in dem Moment negiert wurde. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Opfer auf israelischer Seite sind durch israelische Waffen selber verursacht worden, die Apache-Helikopter und die Panzer. Es gab da hunderte zerstörte Fahrzeuge, die eigentlich darauf hinweisen, dass also schwere Waffen von den Israelis selber eingesetzt worden sind. Und jetzt kam vor kurzem auch noch die Meldung, dass es also wie beim 11. September auch Börsengeschäfte gab, wo Menschen mit Put-Optionen, also mit Vorwissen an der Börse Millionengeschäfte gemacht haben. Also es verdichten sich immer mehr so die Anzeichen dafür, dass wir hier von einer großen False Flag sprechen. Aber das ist ja eigentlich undenkbar, sowas, oder? Ja, also eigentlich natürlich schockiert einen das, ja. Man möchte das gar nicht glauben, aber die Anzeichen verdichten sich maximal. Man muss ja auch wissen, dass Israel, und das ist ja auch etwas, was man auch in israelischen Medien und von israelischen Politikern hören kann, die Hamas einst mitgegründet hat, also mitfinanziert hat, ne? Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass Israel die Hamas steuert und all diese Dinge. Also das ist eigentlich ein wirklich sehr, sehr weitgehend plausibler Fall, dass es hier also nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja? Und das ist das Problem, vor dem wir hier stehen. Ja. Und natürlich Und wenn jetzt man die. sagt, das war der 11.9. Israels, was ja tatsächlich gesagt wurde, dann kann man nur sagen, ah ja, das ist aber eine doppeldeutige Bemerkung, weil der 11.9. war nun eindeutig eine False Flag Aktion Ja. inszeniert. Ja. Vor allem, wenn wir das jetzt natürlich dann im internationalen Kontext anschauen, die muslimische Welt ist in Aufruhr bei den täglichen Berichten, die aus Gaza gemeldet werden. Wir sind jetzt bei, ich habe die aktuelle Zahl nicht mehr auf dem Schirm, aber wir nähern uns der 20.000-Marke an zivilen Opfern, davon über 60% Frauen und Kinder. Also was da für ein Zorn generiert wird gerade in der gesamten muslimischen Welt, der wird ja irgendwann kanalisiert werden. Der wird sich da dann, wenn Israel so weitermacht, dann wird sich das ja dann irgendwann umkehren. Vor allem, wie soll das militärisch gewonnen werden, wenn die da Zehntausende Zivilisten platt machen? Jeder tote Zivilist sind fünf neue Hamas-Kämpfer, mehr oder weniger. Also das sagen ja auch, das sage ja nicht ich, sondern ich zitiere jetzt hier einfach nur Militärstrategen und Politologen, die sich damit schon seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Man kann diesen Konflikt nicht militärisch gewinnen, aber momentan stehen alle Zeichen auf Rot oder sind die so von diesem Schock
überwältigt die israelische Gesellschaft, dass die in diesem vollen Furor sind von Rache und wir müssen jetzt endgültig, ich kann das aus israelischer Sicht nachvollziehen, diese Gedankenwelt. Das verstehe ich vollkommen. Wenn du in einem Land aufwächst, wo jeden Monat irgendeiner deiner Freunde umgebracht wird, dann ist es klar, dass man so denkt. Aber was dann längerfristig draus wird und vor allem auch dann eben jetzt in Bezug auf Verbündete, Iran, Russland, die ganze Konstellation, was sich da jetzt was da jetzt ansteht. Eine nicht unbedingt beste Situation, um in ein neues Jahr zu gehen, oder? Also ich muss das auch ein bisschen ergänzen, ne? Der Furor, der jetzt herrscht, der existiert nur in Teilen der israelischen Gesellschaft, nämlich bei bestimmten orthodoxen Gruppierungen, also dieser eindimensionale Furor, das gute Israel, die böse Hamas, wir müssen die vernichten, ja? Denn große Teile der israelischen Gesellschaft, in denen hat sich auch eine große Wut angestaut gegen die israelische Regierung. Mhm. Das wird nur leicht vergessen. Da hat also in Israel haben seit Jahren hunderttausende Menschen gegen die Regierung demonstriert, gegen Netanyahu demonstriert. Mhm. Netanyahu droht 10 Jahre Haft in einem Korruptionsprozess. Der Mann steht mit dem Rücken an der Wand. Der konnte auch nur noch vorwärts gehen, mhm. nicht mehr zurück. Ein Machtverlust für Netanyahu würde wahrscheinlich mindestens 10 Jahre Knast bedeuten und natürlich kompletten implizit Machtverlust. Ja? Und seit Jahren schieben große Teile der israelischen Gesellschaft auch eine Riesenwut auf Netanyahu. Und große Teile davon glauben diese Story auch nicht so unbedingt. Also ich in meinem Buch und auch andere zitieren ja laufend israelische Zeitungen mit den Zweifeln, mit den Fragen, mit den Ungereimtheiten über diesen Vorfall. Denn das kann man schlicht nicht glauben, dass das möglich gewesen sein soll, für diese verzweifelte Terrorgruppe da Israel zu überfallen, trotz dieser Sperranlagen. Ja, das ist einfach absolut absurd. Und dazu muss man wissen, es gab da weitere Ereignisse im Vorfeld, nämlich es gab da Verlegungen. Zum einen das Festival, das da überfallen wurde, das sollte gar nicht dort stattfinden ursprünglich, sondern ganz woanders im Süden Israels, viel weiter entfernt. Das wurde ganz kurzfristig dorthin verlegt, um nicht zu sagen an den Zaun, mhm. so als hätte man da ein Rendezvous geplant mit der Hamas. Allerdings ein Rendezvous, von dem diese Festivalbesucher nichts wussten. Die nächste Verlegung war die, dass man israelische Truppen von der Grenze abgezogen hat. Berichten zufolge 60-80% der Truppen sollen abgezogen worden sein in andere Landesteile vor dem Hamas-Überfall. Ja, das wirkt doch alles wie eine Orchestrierung. Und das wird also in Israel durchaus diskutiert. Also es ist nicht so, dass die israelische Gesellschaft jetzt monolithisch den Hass schiebt auf die Hamas, sondern sie schieben auch eine sehr, sehr große Wut auf die eigene Regierung, weil sie der nämlich nicht über den Weg trauen. Hältst du es denn für möglich, dass diese Ereignisse des 7. Oktober der Pretext, also sozusagen die Ouvertüre sind für größere Zusammenhänge? Ich spreche von diesen Endzeitsekten, die ja da sozusagen einen dritten Tempel errichten wollen, damit der Messias herabsteigen möge, dass also hier jetzt die Ouvertüre gestartet worden ist für einen viel, viel größeren Konflikt, der sich dann im nächsten Jahr da entfalten soll. Hältst du sowas für möglich oder ist es eher Bereich Spekulation, wo du sagst, da kannst du überhaupt nicht mitgehen? Weil die rote Kuh steht schon da, weißt, die jungen Priester, die 12-jährigen Jungs, die da mit der Asche der Kühe gesalbt werden sollen, das soll ja alles nächstes Frühjahr stattfinden. Ja, also da gibt es eben diese Vorbereitung und ich muss dazu sagen, diese Vorstellung, die du jetzt erwähnt hast, die ist für die israelische Bevölkerung natürlich viel präsenter und naheliegender als für uns, weil die sind in der Bibel, kennen die sich viel besser aus. Die werden dauernd mit diesen fundamentalistischen Sekten konfrontiert, mit fundamentalistischen Politikern, mit furchtbaren Zitaten von denen, ja. Das heißt, diese Vorstellung, ja, jetzt beginnt sozusagen das, oder dieser Krieg, das sind nur die Geburtswehen des Messias, mhm. ja. Diese Vorstellung gibt es ja, dass der, wenn der sogenannte Messias kommt auf die Erde, dass das einhergeht mit Wirren, Chaos, Kriegen, Armageddon. Dem berühmten Armageddon. Und da gibt es wiederum andere Sekten, die der Meinung, die da sozusagen eine kausale Umkehr
durchführen, indem sie sagen, ja, wenn dieser Messias jetzt nicht kommt, dann fangen wir halt schon mal mit dem Chaos an, damit er kommt. Ach Ja. so, okay, so eine So. Einladung. So, wir sind jetzt soweit. Das ist die kausale Umkehr, dass man jetzt glaubt, man kann die Ursache für die Ankunft des Messias einfach umdrehen. Also bisher war es ja so, der Messias geht einher damit, mit diesen Erscheinungen. Vielleicht ist er auch die Ursache dafür, seine Ankunft. Aber jetzt sollen diese Erscheinungen die Ursache für die Ankunft werden, in der Vorstellung mancher radikaler Sekten. Ja. Und das ist aber in Israel bekannt, meiner Meinung nach, jedenfalls viel bekannter als bei uns. Das heißt, dort wird das Spiel viel mehr durchschaut als bei uns. Und deswegen kann man nicht davon sprechen, dass die alle auf der Seite der Regierung stünden, sondern die haben mehr Angst, dass die jetzt diese Sache lostreten wollen. Alles in allem sehr bewegte Zeiten. Oder wie heißt dieses alte chinesische Sprichwort? Mögest du in interessanten Zeiten leben? Und das ist nicht als wohlwollend gemeint. Ja, so, das ist eher so nach Motto: Pass auf, dir geht's bald ganz schön mies. Gerhard, ich könnte jetzt stundenlang mit dir noch über das vergangene Jahr sprechen, aber das würde zu weit führen und wir wollen ja hier auch auf dein Buch hinweisen, 2024, das andere Jahrbuch, verheimlicht, vertuscht, vergessen. Also alles, was 2023 nicht in der Zeitung stand, das kann man in deinem Buch finden. Wo ist es zu beziehen? Ja, in jeder guten Buchhandlung. In jeder guten Aber Buchhandlung. ja. Und wo es nicht zu beziehen ist, das kann keine gute Buchhandlung sein. Und natürlich auch beim Kopp Verlag, ja, direkt. Letzte Frage, kurze Antwort. Was wünschst du dir für das 2024, für das anstehende Jahr? Was wäre dein Wunsch? Tja, also es fällt jetzt schwer, sich da noch Wünsche zu überlegen. Sagen wir mal, mein Wunsch wäre der, dass es nicht ganz so schlimm kommt, wie es sich abzeichnet. Bin ich dabei, unterstütze ich zu 100%. Ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang und ich sage danke, dass du Zeit hattest, um mit uns über dein Buch zu sprechen und die Ereignisse und alles Gute für dich, Gerhard. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für dich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, ich bin wirklich sehr froh, dass es Menschen wie Gerhard Wisniewski gibt, denn Journalisten wie ihn, die sich dieser Themen annehmen, die gibt es leider nicht so oft. Umso wichtiger ist es, mit ihm auf all diese Themen zu schauen. Also verheimlicht, vertuscht, vergessen, das Jahrbuch 2024, alles, was 23 nicht in der Zeitung stand, das ist jetzt im Handel verfügbar und ich wünsche Ihnen dabei eine Freude, auch wenn Freude natürlich nicht das erste Wort ist, an das man denkt bei all diesen schlimmen Themen, aber es ist zumindest eine gewisse Befriedigung, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und dadurch dann natürlich ein größeres Verständnis für die Hintergründe zu gewinnen. Also mir geht es zumindest so und ich hoffe, es ging Ihnen bei unserem Gespräch jetzt auch so. Danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, hier bei Nuviso und hier bei Achtung Buch.